Das letzte Video endete mit meinem Besuch auf der Yacht über Nacht. Und das war in Brunis, wo am nächsten Morgen dann die Reise weiterging in Richtung Seeland, wo auch ein Strand ist, an den man mit dem Auto fahren kann. Aber bevor ich euch von dem Strand berichte, zeige ich euch Brunis. Ich habe leider nur Bilder, die ich am Abend aufgenommen habe, weil ich am Morgen ja auch gleich los bin und da sind die Geschäfte noch geschlossen. Am Abend wollte ich aber letztlich nur ein Bier trinken und das war auch tatsächlich richtig nett. In 30 Sekunden geht's weiter mit dem eigentlichen Video, aber jetzt muss ich euch mal eben kurz zeigen, wie ich auf der Insel Schouwen-Duweland angekommen bin und wie schön das da rechts und links mit dem flachen Wasser ist. Wobei die schönsten Momente konnte ich euch gar nicht filmen, weil man da nicht überall parken konnte. Ich bin halt erst nach Brunis, auch am Morgen des ersten Tages, weil ich mal gucken wollte, wo die Yacht ist. Aber die Yacht war noch gar nicht da, wie ich dann in dem Café erfuhr. Der sagte mir, ja, die ist auf See, aber es ist die Brücke runter. Der Kellner. Aber jetzt geht's los nach Seeland, wo ich am ersten Tag an Orten war, die ich aus meiner Jugend kenne, wollte ich jetzt mal Orte aufsuchen, von denen ich nur gehört habe. Eins war Domburg, da bin ich durchgefahren, aber das gefiel mir nicht. Also dachte ich, fahre ich nach Sautelande. Aber auf dem Weg hatte ich so eine Eingebung, halt mal an dem Parkplatz an und guck mal. Und dann habe ich gesehen, ey, man kann ja mit dem Auto an den Strand fahren. Und das habe ich dann auch gemacht und habe mein Auto abgestellt. Ja, hier war auch mal eine Möwe bei mir zu Besuch und im Hintergrund seht ihr Pferde, worüber es ein extra Video gibt, weil jetzt geht es ab nach Sautelande. Auf dem Weg dahin bin ich durch Westkapelle gekommen. Angekommen in Sautelande habe ich gedacht, na Gott sei Dank, dass ich diesen anderen Strand gefunden habe, weil so toll ist der Strand in Sautelande ja nicht. Aber es war der richtige Ort, um einzukehren. Ich habe nicht wie im Livestream angekündigt
Pfannkuchen gegessen, sondern habe dann noch entdeckt, ach, da hinten ist ja eine Fußgängerzone. Und da gab es halt die ganz typische Pommesbude. Und wenn ich in Holland bin, dann muss es einen Tag Kroket mit Pommes geben und den anderen Tag eine Frikandel, also quasi ein Hotdog-Spezial mit Zwiebeln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und schaut auch die anderen Videos, die ich in Holland gemacht habe. Also zum einen den ersten Teil aus Rennes und auch die Livestreams, die ihr in der Playlist hier hinten im Videoabspann findet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.